den Aufsichtsrat von Berlin Partner auf das Ticket des Landes geholt, sodass wir auch hier flankierend die Unterstützung des IT-Standortes haben. Last but not least haben wir natürlich auch finanziell unterstützt, weil es Mietnachlässe bei der Tempelhof Projekt GmbH gegeben hat. Das war auch nötig und ich denke, der größte Erfolg ist auch darin zu sehen, dass die Veranstalter der Campus Party, mit denen 10.000 junge Menschen aus der ganzen Welt nicht nur digitale Wirtschaft erlebt haben, sondern vor allen Dingen auch Berlin erlebt haben mit allen Facetten, dass die Veranstalter angekündigt haben, erneut im nächsten Jahr eine Campus Party in Berlin durchzuführen. Und das, denke ich, gibt uns gute Möglichkeiten. Die Gespräche über die weitere Ausgestaltung werden unmittelbar in den nächsten Wochen beginnen. Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage des Antragstellers? Nicht der Fall. Dann hat der Kollege Delius das Wort. Bitte schön. Ja, Frau von Oberlenz, danke schön. Sie haben gesagt, Sie unterstützen die Campus Party und abgesehen davon, dass ich nicht bestätigen kann, dass da 10.000 zahlende Gäste waren, würde mich mal interessieren, was hat die Unterstützung, was hat es die Stadt gekostet? Vielen Dank. Frau Senatorin. Konkret aus unserem Budget haben wir eben mit unterstützt die Reduzierung der Miete und hier handelt es sich um 150.000 Euro. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen nehmen wir uns nicht vor. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 3 des Kollegen Andreas Otto von den Grünen. Fehlende Planungsunterlagen zur Fertigstellung des BER? Bitte schön, Herr Otto. Wo sind die Unterlagen? Meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Erstens, welche Informationen hat der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft über den Vorgang, dass in erheblichem Umfang Planungsunterlagen zur Fertigstellung des Flughafens BER fehlen sollen? Zweitens, wie beurteilt der Aufsichtsrat dieses Fehlen von Unterlagen hinsichtlich Folgekosten und des Zeitplans für die Fertigstellung? Vielen Dank. Es antwortet der Regierende Bürgermeister. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Otto, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu 1 und 2. Es ist allgemein bekannt, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH insbesondere mit den Planungsleistungen des bisherigen Generalplaners, der sogenannten PGBBI, die durch die Planungsbüros GMP und JSK gebildet wurde, unzufrieden war. Diese Unzufriedenheit resultiert aus zum Teil fehlenden Planungsunterlagen, fehlerhafter Planung und auch nicht mit anderen Planungen kompatiblen Unterlagen. Unter anderem deshalb wurde dem Generalplaner PGBBI gekündigt. Eine entsprechende Schadensersatzklage ist von der Flughafengesellschaft erhoben worden. Zugleich hat der Aufsichtsrat den neuen Geschäftsführer für den Bau des Flughafens, Herrn Ammann, um Prüfung gebeten, ob eine Inbetriebnahme zum 17. März 2013 möglich ist. Für die Beantwortung dieser Frage ist es natürlich insbesondere notwendig, genau zu prüfen, ob Planungsunterlagen unvollständig sind oder nicht vorhanden sind oder mit anderen Planungen nicht kompatibel sind. Herr Ammann wird zur nächsten Aufsichtsratssitzung im September 2012 das Ergebnis seiner Überprüfung vorlegen und der Aufsichtsrat auf dieser Grundlage eine Entscheidung zum Inbetriebnahmetermin treffen und natürlich zu den finanziellen Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Vielen Dank. Kollege Otto, wir wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen. Dann haben Sie das Wort. Die Frage war ja, Herr Regierender Bürgermeister, wie Sie das beurteilen. Ich kann das ja einfach noch mal nachfragen. Für wie schlimm erachten Sie diese Geschichte? Das ist ja doch dramatisch, wenn Unterlagen fehlen bei so einem Vorhaben, bei so einem Großbauvorhaben und möglicherweise man feststellt, die Bauteile passen nicht zusammen, die Technik passt hier nicht, weil da Zeichnungen fehlen und dergleichen. Kann es sein, dass der Schaden und der Zeitverzug dadurch noch viel größer werden, als wir bisher hier von Ihnen erfahren haben? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, es ist in der Tat problematisch und natürlich für die Verschiebung des Termins auch ursächlich gewesen, dass Planungsleistungen nicht im vollen Umfang erbracht worden sind. Und es ist ja auch nicht nur die Abgabe der sogenannten Matrix entscheidend, sondern welche Qualität hat sie. Bei der Komplexheit dieses Projektes und auch der Pläne, da muss man sich mal vorstellen, das sind nicht nur so hier irgendwelche DIN-A4-Pläne, sondern sind natürlich hier kilometerweise von Plänen, die da erstellt werden, ist die Qualität dieser Pläne natürlich entscheidend für die Umsetzung.
Und die betroffenen Firmen haben zu Recht darauf hingewiesen, dass sie erwarten, dass sie geänderte Pläne bekommen, die verlässlich sind, die dem aktuellen Stand entsprechen und vor allen Dingen, dass es auch ein Stopp kommt an weiteren Änderungen. Es war zu erkennen, dass die Pläne übergeben worden sind. Und dann müssen natürlich die Firmen die Chance haben, zu überprüfen, sind sie den Anforderungen entsprechend. Da hat es in der Tat Mängel gegeben. Um herauszubekommen, ob diese Mängel behebbar sind und wenn ja, in welcher Zeit und was das für Auswirkungen auf den Terminplan hat, auch auf die Kostensituation, wenn etwas umgebaut werden muss, dazu ist ja Herr Ammann aufgefordert und wird das in seinem Bericht darlegen. Insofern bitte ich um Verständnis dafür, dass das jetzt nicht quantifiziert werden kann, aber das ist natürlich einer der Hauptprobleme, diese verlässlichen Planungsunterlagen zu haben für die ausführenden Firmen, die sich sonst immer darauf berufen können, dass sie ja ihre Arbeit machen würden, aber aufgrund von mangelhaften oder fehlenden Plänen diese Arbeit dann eben nicht in dem qualitativen Sinne durchführen können, wie das notwendig ist. Vielen Dank. Die nächste Nachfrage geht an den Kollegen Buchholz von der SPD-Fraktion. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Regierender Bürgermeister, Sie hatten angesprochen, dass Regressansprüche geprüft werden gegen die Planungsgesellschaften und auch in Schadensersatzklage schon erhoben wurde. Inwieweit wird denn vorher wirklich sichergestellt, dass das, was bisher an fehlenden Unterlagen identifiziert werden konnte, das ist ja sicherlich kein einfacher Prozess, aber inwieweit, dass solche Unterlagen herausgegeben werden müssen, auch kurzfristig an den Planungschef Ammann und andere, damit eben die Planung in Gänze auch jetzt erfolgen kann? Bitte schön, Herr Regierender. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Buchholz, wenn Sie sich trennen von dem Generalplaner, dann stellt er seine Arbeit ein. Das ist ja das System, er ist gekündigt und dementsprechend müssen Sie neue Strukturen aufbauen. Nur ist ein Generalplaner nicht derjenige, der in seiner eigenen Struktur, in seiner eigenen Verantwortung die ganzen Tätigkeiten bislang durchgeführt hat, sondern er hat natürlich Unternehmer und Unternehmen, die mit ihm wiederum in einem Vertragsverhältnis stehen. Die Flughafengesellschaft hat versucht, so viel wie möglich zu sichern. Also die Planer waren insoweit konstruktiv, dass sie nicht lange Streitereien dort verursacht haben über die Herausgabe von Plänen oder Unterlagen. Das war nicht der Fall. Aber wie gesagt, die Herausgabe der Pläne ist das eine. Welche Qualität die haben, ist das andere. So, und das heißt, die Struktur muss neu aufgebaut werden. Und dies hat Herr Ammann gemacht und wird weiter ergänzt. Da werden natürlich Planer, die bislang auch schon tätig geworden sind, weiter beschäftigt, wenn sie eine gute Arbeit geleistet haben. Andere, wo diese Qualität nicht da war, würden natürlich nicht weiter beschäftigt. Aber genau das ist das, was in dieser Zwischenzeit zwischen Kündigung des Generalplaners geschehen ist, nämlich dass da neue Strukturen aufgebaut werden. Und das erfordert dann in der Tat auch Zeit, weil Sie nicht von heute auf morgen von einem zum anderen übergehen können und sagen können, jetzt fängt man da nicht wieder von vorne an, sondern es gibt die Kontinuität. Und dies muss gesichtet werden. Und jeder, der da neu anfängt, sichert sich natürlich auch ab in der Weise, dass er sagt, ich verantworte ja nicht das, was der vorher gemacht hat, sondern mache erstmal einen Sachstandsbericht. So, und das ist ein kompliziertes Verfahren, was mit den Firmen gemacht werden muss. Was ist da eine Kleinigkeit, was nicht stimmt und was ist materiell so wichtig, dass da Arbeiten in der Tat sich verzögern oder zu Mehrkosten führen? Vielen Dank. Dann kommen wir zur vierten mündlichen Anfrage der Kollegin Elke Breitenbach von der Linken. Keine Anwendung der Berliner Wohnaufwendungsverordnung auf Bezieher von Sozialhilfe, SGB 12. Bitte schön, Frau Kollegin. Ich frage den Senat erstens, welche Schlussfolgerungen zieht der Senat aus der Ablehnung eines Normenkontrollantrags gegen die Wohnaufwendungsverordnung WAF durch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit der Begründung, dass die WAF nicht für das SGB 12, also nicht für Sozialhilfebeziehende und Rentnerinnen und Rentner mit Grundsicherung gilt. Zweitens, müssen die bezirklichen Sozialämter, die mit der Umsetzung der WAF begonnen haben, die schon ausgestellten Bescheide nach den Regelungen der WAF für die Leistungsbeziehenden nach SGB 12 wieder zurückziehen und erneut auf der Grundlage der alten AV-Wohnen überarbeiten? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Chaya. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Senator.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete Breitenbach, ich beantworte Ihre mündliche Anfrage wie folgt zur ersten und zweiten Frage. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat dem Normkontrollantrag, der sich gegen die Wohnaufwendungsverordnung und die darin vorgesehenen Richtwerte für angemessene Mieten richtete, abgewiesen. Das LSG Berlin-Brandenburg hat also die WAF nicht für unwirksam erklärt, sie gilt weiterhin fort. Das LSG hat in dem Verfahren demzufolge auch keine Beanstandung der Höhe der Leistungssätze vorgenommen. Die schriftlichen Urteilsgründe zu der in Rede stehenden Entscheidung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg liegen bislang nicht vor. Grundsätzlich ist eine einheitliche Handhabung in beiden Rechtskreisen SGB II und SGB XII mit der WAF intendiert, wie zuvor mit der AV Wohnen ebenso, die ebenfalls für das SGB XII Anwendung gefunden hat. Zur formalrechtlichen Frage der Anwendbarkeit auf das SGB XII bleibt die Vorlage der Begründung abzuwarten, um gegebenenfalls notwendige Handlungsbedarfe zu identifizieren. Die bezirklichen Sozialämter wurden darüber informiert, dass die Inhalte der WAF entsprechend auch für Fälle nach dem SGB XII bis auf Weiteres gelten. Vielen Dank. Frau Kollegin, haben Sie eine Nachfrage? Dann haben Sie das Wort, bitte schön. Herr Senator, Ihre Antwort ist mir jetzt etwas unklar, weil das LSG hat sich sehr deutlich erklärt, dass die WAF nicht für SGB XII gilt. Aber meine Frage an Sie ist, ob Sie mir sagen können, wann die notwendige Ausführungsvorschrift für die WAF vorgelegt werden wird, also fürs SGB XII. Bitte schön, Herr Senator. Frau Kollegin Breitenbach, das sind zwei unterschiedliche Fragestellungen, die Sie haben. Das erste ist, die Klage, das Normkontrollverfahren wurde abgewiesen, weil der Antragsteller nach SGB XII Wohnaufwendungsleistung erhält und gegen die Wohnaufwendungsverordnung geklagt hat. Und diese Abweisung führt nun dazu, dass die Frage im Raum steht, ist die WAF weiterhin auf das SGB XII anwendbar? Das ist sie. Vielleicht stellen Sie eine Nachfrage danach und lassen mich zunächst mal die Frage beantworten. Auch bei der früheren Ausführungsvorschrift Wohnen waren diese anwendbar auf die Leistungen für Rentnerinnen und Rentner. Das ist auch weiterhin so. Wenn dafür Anpassungen in der Darlegung notwendig sind, werden wir sie vornehmen, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Und die zweite Frage, die mit der ersten Frage nichts zu tun hat, ist nämlich die Frage, wann kommen die Ausführungsvorschriften Wohnen? Zunächst, die bisherigen Ausführungsvorschriften Wohnen gelten weiterhin. Damit sind alle Härtefallregelungen der Vergangenheit auch weiterhin unter der alten Wohnaufwendungsverordnung gegeben. Sie wissen aber, dass es mir wichtig war, unter anderem bei getrennt lebenden Paaren, die das gemeinsame Sorgerecht haben, zusätzliche Möglichkeiten der Härtefallregelung in die Ausführungsvorschrift Wohnen aufzunehmen. Und daran arbeiten wir derzeitig. Die Abstimmung dazu erfolgt im Haus. Und wir haben vor, jetzt bald in das Mitzeichnungs- und Mitbestimmungsverfahren im Rat der Bürgermeister und all den anderen Gremien zu gehen, die Sie kennen, mit der Ausführungsvorschrift Wohnen. Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, weil die bisherige Ausführungsvorschrift Wohnen weiterhin gilt und damit alle Härteverregelungen der Vergangenheit auch der Fall sind. Im Übrigen, wenn ich Ihnen an dieser Stelle sagen darf, es hat sich bereits jetzt seit dem 1. Mai bis Ende Juli die Zahl der Zwangsumzüge in Berlin halbiert. Das zeigt also, dass die Härtefallkriterien und die neue Ausführungsvorschriften Wohnen einen sozialeren Charakter trägt, als das in der Vergangenheit unter der Verantwortung einer anderen Partei der Fall gewesen ist. Vielen Dank. Dann hat